befinden uns hier am Frankfurt Tor, der größten innerstädtischen Baustelle Deutschlands. Wir haben uns hier für den Wirt E-Block entschieden, für die Installation der TGA. Mein Name ist Peter Matteo, ich bin einer der geschäftsführenden Gesellschafter von Groß & Partner. Im Hochhausbau ist es ganz besonders wichtig, dass man eine geordnete Schachtinstallation für die gesamten vertikalen Steigleitungen ermöglicht. Hier kam uns die Innovation mit den E-Blocks von Wirt entgegen. Aktuell sehen wir hier die Anlieferung der E-Blocks. Die Elemente kommen fertig vorkonfektioniert, fertig palettiert, palettenweise, planweise, so wie wir sie brauchen, auf die Baustelle. Die Elemente werden direkt vom LKW an den Einbauort gebracht. Das spart uns auf der Baustelle einfach Zeit, Lagerkapazität, was wir alles nicht haben auf dieser innerstädtischen Großbaustelle. Für den Ausbaupart, gerade im Bereich der TGA, wo die Rohrdurchführungen sind, stellt sie danach auch viele Vorteile ein. Frühzeitig in der Planung eingesetzt, erspart er sogar Platz, da ich die Rohrabstände entsprechend minimieren kann und dementsprechend Raumbedarf für Vermietung gewinnen kann. Im Zuge unserer ersten Ausführungsstarts übernehmen wir ein fertiges Produkt, den E-Block, der schon verbaut ist, in die Rohrdecke. Wir kontrollieren mit den Warnungsschnittstellen die Rohrachsen. Unsere Monteure bohren mit speziellen Werkzeug vom Wirt entsprechend den E-Block an den jeweiligen Rohrachsen gemäß Planung. Dafür sparen wir uns die Anmeldung von Kernbohranträgen, können selber die Bohrung setzen und die Rohrleitungen einführen in die selbst erstellten Kernbohrlöcher in diesem E-Block. Gibt es die Schalungshilfe vom Wirt und unseren Ringspalt oder Restspalt zwischen der Isolierung und dem E-Block eigenständig verschließen. Dieser Restspalt ist relativ minimal und ein geschulter Monteur im Bereich der Heizungstechnik kann dies auch problemlos durchführen. Während der Bauzeit sind wir regelmäßig mit Fachkräften, Brandschutz-Sachverständigen vor Ort und unterstützen unsere Kunden bei diesen Bauvorhaben. Das spiegelt sich letztendlich auch wieder in der TÜV-Abnahme, die wir ohne Mängel abgeschlossen haben. Wir befinden uns hier auf der Baustelle Hochgelegen in Heilbronn. Mit Implenia arbeiten wir seit 4 Jahren vertrauensvoll in der Technik zusammen. Ich bin technischer Key Account Manager, betreue diese Baustelle im Bereich Brandschutz. Wir haben jetzt hier gerade die E-Blöcke geliefert bekommen für die Decke über Erdgeschoss an unserem Haus 10. Vorteil für uns ist, dass Wirt die uns immer just in time liefert, weil wir hier ein immer kleiner werdendes Baufeld haben und dadurch immer weniger Lagerkapazität und so keinen Lagerplatz für die E-Blöcke vorhalten müssen. Wir setzen mittlerweile seit 4 Jahren im Bereich der TGA Deckendurchbrüche auf den E-Block von Wirt. Es ist zum einen für uns im Rohbau wesentlich schneller, weil ich den Block einfach reinsetze und mir die Abschalerei spare. Ich kann direkt ranbetonieren. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Leitungen durch den Block durchgeführt wurden, ist das Verschließen viel leichter. Ich brauche keinen Rohbauer mehr. Die TGA-Firma, die vorher geschult wurde, kann ohne Probleme die Brandschottung selbst durchführen. Weitere Vorteile vom E-Block sind zum einen, dass er ein begehbares Brandschott ist. Also ich kann ohne Probleme drüber laufen. Und ich habe geschlossene Aussparungen. Das heißt, wenn es regnet, läuft mir das Regenwasser durch die offenen Aussparungen, nicht durch den ganzen Bau. Es gibt jetzt den 120er E-Block. Also auch da ist Wirt daran interessiert, das Produkt immer stetig zu verbessern, was natürlich auch uns entgegenkommt. Einfach effizienter, wirtschaftlicher, schneller, sauberes Arbeiten, ein moderneres Arbeiten. Das Thema Nachhaltigkeit hat natürlich bei unseren Überlegungen eine große Rolle gespielt. Die E-Blocks werden unter Fabrikbedingungen produziert und hier fertig an der Baustelle angeliefert. So ist es uns möglich, erheblichen Lohnanteil an der Baustelle zu reduzieren und auch Transportkosten zu minimieren. Für uns ist das ein sehr innovatives System, was uns im Nachlauf einfach unheimlich viel Arbeit spart. Wir arbeiten sehr effektiv, wir arbeiten sehr schnell und sehr sauber. Wir sind froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Der Bau muss sich modernisieren und da ist der E-Block mit Sicherheit ein richtiger Schritt.